So, wir sind erstmals im Siebenkampf live dabei. Weitsprung der Damen hat begonnen. Auch hier zwei Anlagen. Das ist die Anlage A, das ist die bessere Anlage und die beginnt gleich mit zwei Fehlversuchen. Nadine Brossen und jetzt auch Eliska Klutschinova haben ihren ersten gehen. Verletzungssorgen hatte Lili Schwarzkopf in den letzten zwei Jahren wahrlich genug. Achillessehne gerissen nach Olympia in London. Das ist ihr Comeback-Wettkampf. Hat schon 6,35 Meter in ihrer. Die erste gültige Weite hat Lili Schwarzkopf auf Anlage A mit 6 Metern und einem Zentimeter hingelegt. Jetzt Laura Ikonjece, die 21-jährige Lettin. Meter ihre Bestleistung. Da fehlt noch einiges bei diesem ersten Versuch. Ja, 5,86. Also ab 6 Metern beginnt es wirklich interessant zu werden. Im zweiten Versuch. Jörgi Siwoczki Farkas, eine gute Bekannte hier in Götzis. Bereits ihr vierter Start. Die Ehefrau von Attila Siwoczki liegt aber nur am Ende des Feldes. Ihr Ziel muss sein, die 6000 Punkte noch zu überbieten. Gut erwischt, den Absprungbalken praktisch perfekt getroffen. Für sie wären so 6,30 Meter im Bereich des Zufriedenstellenden. 41,28 Meter beim besten Zehnkampf. Also da verliert er 70 Zentimeter oder 14, 15 Punkte. Die Favoritinnen steigen ein in den Weitsprung. Nafisa Tutiam mit ihrem ersten Versuch. Bis jetzt geht es zäh her. 6,13 Meter von Jörgi Siwoczki Farkas. Der Bestwert und jetzt 6,19 Meter für Tiam. Sie kann noch knappe 20 Zentimeter mehr, aber das ist schon einmal ein sehr guter Einstieg. Wenn man sieht, dass sich die anderen doch plagen einigermaßen. Bin ich gespannt, wie Brianne Tyson-Eaton einsteigt. Im Vorjahr, wie gesagt, ein hochklassiger Wettkampf. Zwei Sprünge über 6,50. Sie war auch knapp dahinter. Und das war jetzt ein sehr guter Versuch. Und ist er gültig? Ja. Ja, die 25-Jährige ist derart cool in dieser Wettkampfsituation. Erwischt perfekt diesen Absprung. Letztes Jahr mit 6,39 Metern hat sie den Grundstein zum Sieg gelegt, weil sie wenig verloren hat. Auf Daphnis Kippers zum Beispiel, die einen grandiosen Weitsprung gemacht hat. Und das gibt eine neue, fantastische persönliche Bestleistung für Brianne Tyson-Eaton. 6,59 Meter in dem Bewerb, in dem das so viel wert ist. Verbessert sich um 20 Zentimeter, das sind 64 Punkte. Und das war jetzt praktisch die halbe Miete. Stasia Mochniuk ist die nächste. Sie liegt in der Gesamtwertung auf Platz 9. Hat noch nie 6000 Punkte geschafft, ist aber hier sehr gut unterwegs. Das sollte klappen, wenn der Weitsprung auch noch gut ist. Und der war sehr gut, aber leider ungültig. Sie kann 6,62 Meter weit springen. Damit ist sie die drittbeste in der Liste nach Bestleistungen. Nur Claudia Rath und Katharina Johnson-Thompson vor allem haben einen noch besseren verbessert. So, Achtung, die beste Weitspringerin im Feld legt nach der starken Leistung von Brianne Tyson-Eaton und Katharina Johnson-Thompson kontert die Gesamtzweite. Hat in der Halle schon 6,81 Meter geschafft und auch sie erwischt den Absprung perfekt. Da geht es auf jeden Fall auf Kurs 6,5 Meter oder ein bisschen mehr sogar. Kann sie die Führung übernehmen? 6,59. Das Duell, das vielleicht zu einem Dreikampf werden kann, sofern Daphnis Kippers ihre Vorjahrsleistung einstellt oder sogar überbietet. Sie hat den Weitsprung letztes Jahr mit 6,59 beherrscht. Das hat Brianne Tyson-Eaton gerade eben geschafft und Katharina Johnson-Thompson hat mit 6,70 Metern gekontert. Was hat die Niederländerin jetzt im ersten Versuch drauf? Auf jeden Fall hat sie den Balken nicht so gut getroffen wie die zwei vor ihr. Sie muss nachlegen.
Aber das ist ihre Paradedisziplin. Am zweiten Tag verliert hier der, ja, einen halben Meter. Der Versuch ist zwar gültig, das heißt, die ärgsten Gefahren eines kompletten Versagens sind weg, aber 6,07 Meter trotz allem, das ist natürlich für Skippers zu wenig. Aber es scheint schon wieder ein grandioser Weitsprungbewerb zu werden. Johnson Thompson kratzt da schon an die Top 10 der ewigen, der gewaltigen Bestenliste in Götzis. Svetlana Moskalets hat 1995 6,93 Meter geschafft. Tatjana Tschernova, die eben hier fehlt, 2011 6,82 Meter, das war der beste Wert in den letzten 5 Jahren. Da haben wir noch Claudia Rath. Für sie geht es auch um einiges. Sie ist mittlerweile wieder sehr gut unterwegs in Richtung 6400. Und es geht um die EM-Qualifikation für die deutsche Weltmeisterschaftsvierte von Moskau. Und dank dieser Leistung aus dem Vorjahr hat sie den Vorzug gegenüber ihren Teamkolleginnen, sofern sie 6250 Punkte übertrifft. Danach schaut es im Moment ganz aus. Ein guter Weitsprung noch, dann kann ihr nicht mehr allzu viel passieren. Und dann ist sie in Zürich im August fix dabei als erste Deutsche. Anlage B gibt es bis jetzt erst 4 Leistungen über 6 Meter. 2 persönliche Bestleistungen sind dabei für Nadine Wisser und Caroline Schäfer. Aber jetzt geht's los auf Anlage A. Letzte des ersten Durchgangs, Claudia Rath. Versuch ungültig. Damit insgesamt haben wir jetzt schon 6 ungültige Versuche in diesem ersten Durchgang. Also diese Damen müssen alle nachlegen. Zweiter Durchgang im Weitsprung der Frauen. Nadine Brossen, ungültig im ersten. Jetzt steigt der Druck. Aber sie macht's gut. Sie hat einen 6-Meter-Sprung jetzt in der Tasche. Der war gültig und sie ist nicht zu den allerstärksten Weitspringerinnen zu zählen. Sie ist da eher im guten Mittelfeld, im immer noch großen Siebenkampffeld. 34 waren gemeldet, eine ist nicht angetreten und mittlerweile haben jetzt 2 zurückgezogen, aber wir haben immer noch 31 Damen in der Wertung. Ah, das werden keine 6 Meter. Gültig ist der Versuch. Also Lili Schwarzkopf bewegt sich da im Bereich ihrer ersten Weite. Es wird die Disziplin sein, die die Vorentscheidung bringt, die irrsinnig viele Punkte wert ist. Daher ist Schwarzkopf auch nicht sonderlich zufrieden. 10 cm, etwa 32 Punkte wert. Und bei ihr sind sie jetzt 6,02 Meter, also einen Zentimeter hat sie gut gemacht gegenüber dem ersten Durchgang. Das sind so etwa 3 Punkte. Laura Ikanietze, sie hat den ersten Versuch mit 5,86 Meter einiges liegen gelassen. Ist ja immerhin eine der besten Europäerinnen. Wir gratulieren. Zweite der Europameisterschaft vor 2 Jahren. Aber es klappt halt nicht. Kommt da nicht so recht in Schwung im Weitsprung. Schade für sie, liegt auf Platz 15 die Verbesserung. Verbesserung wäre notwendig, aber wir sehen hier, dass wir nicht sehen. Nicht einmal im Bereich des Kameraausschnitts weggesprungen. Also da hat gar nichts gepasst von der Anlauflänge. Da
Dadurch nur 5,71 Meter. Ja, mit dem halben Meter, den sie da mindestens, wahrscheinlich sogar noch mehr eingebüßt hat beim Absprung, dann wäre das schon zufriedenstellend als Weite. Konietze gut im, gut im Speerwurf und gut auch über die 800 Meter. Kann er natürlich noch Punkte gut machen, aber sie liegt jetzt weit entfernt im Weitsprung. Wie gesagt, da gibt es viele Punkte zu verlieren. Ja, Gysi Wojcik-Farkas kann mit den 6,13 Metern aus dem ersten Versuch durchaus leben. Versuch gültig. Weite wohl nicht ganz erreicht aus dem ersten Versuch. Ja, dabei den Absprung optimal erwischt. Es ist leichter Wind, der wechselt natürlich immer wieder. Die Athletinnen messen ja, das sehen wir auch im Hintergrund an diesen Schildern, diesen runden Tafeln, messen ihre Anlauflänge bei den Probesprüngen aus. Versuchen das dann natürlich zu reproduzieren. Manchmal geht's gut, manchmal, wie zuvor bei Konietze, völlig daneben. So, Cindy Rolleder, die Hürdenspezialistin in ihrem ersten Siebenkampf aus Deutschland. 12,91 ihre Hürdenbestzeit, war noch im Winter im Finale bei der Hallenweltmeisterschaft. Beste Deutsche dort. Und sie ist eine gute Weitspringerin. So, sind die Rolleder. 6,30 kann sie durchaus machen, das war es nicht. Ein gültiger Versuch im ersten Durchgang, 6,02, da wird es wohl dabei bleiben. Genauso wie bei Siewotzki-Farkas, keine Verbesserung. Also es geht natürlich eine Zeit lang weiter. Jetzt geht es aber im Moment weiter bei Andreas Blum, der sagt Ihnen das weitere Programm. Im Durchgang Nafisa Tutiam, Gesamtwertungsdritte, die 19-Jährige aus Belgien. Gültiger Versuch, der erste Durchgang war mit 6,19 Metern schon ganz passabel. Und da verschenkt sie allerdings sehr viel Weite, sehr viel Distanz. Schade für sie, denn der Versuch war an für sich gut und hätte Tiam wichtige Punkte gebracht in einer Disziplin, die sehr wertvoll ist, wo es einfach viele Punkte gibt. Es waren 6,13 Meter, keine Verbesserung. Und jetzt Brian Tice-Neaton schon im ersten Durchgang eine neue, gewaltige Bestleistung aufgestellt. Und auch dieser Versuch ist ausgezeichnet. Also die Gesamtführende, die Vorjahrsiegerin, die sich genau vor einem Jahr hier im Weitsprung sozusagen den Sieg oder die Vorteile gesichert hat, tut das heuer noch eindrucksvoller. 6,53 Meter in diesem zweiten Versuch. Wieder deutlich über dem, was sie bis jetzt geschafft hat in einem Siebenkampf. Bleibt aber bei 6,59 und einer Verbesserung um gut 70 Punkte allein in dieser einen Disziplin. Glänzende Leistung der Kanadierin, der Ehefrau von Ashton Eaton, der ja derzeit nur die 500 Meter Hürden trainiert. Weiter geht's mit Anastasia Mochniuk, ungültig im ersten. Die kann weit springen und das gelingt ihr jetzt auch an die 6,5 Meter. Athletin aus der Ukraine derzeit auf Platz 9, kämpft noch um ihren ersten 6000er. Und die Grundlage ist ihre Top-Disziplin, den Weitsprung möglichst gut zu absolvieren. Debüt für sie hier in Götzis und 6,51 Meter bringen Mochniuk auf Rang 3 hinter den beiden besten Weitspringerinnen aktuell in der Disziplinenwertung. Jule Mächtig hat ja die Kugelstoßdisziplin gewonnen, auch sie im ersten Durchgang ungültig. Steht schon etwas unter Druck und schafft diesmal einen gültigen Versuch für Julia Mächtig. Die schon 6,49 Meter geschafft hat, ist der Weitsprung eine wichtige Disziplin
am Weg zu einem guten Ergebnis. Kann schon noch an die 6.300 Punkte machen, wenn sie dann auch ihren Speer entsprechend weit wirft, wie sie es kann, über die 50 Meter. Jetzt einmal 6,23 Meter und damit in guter Gesellschaft. Top 5 Platz. Jetzt Katharina Johnson-Thompson, 6,70 schon im ersten Versuch. Die kann enorm weit springen. Wieder ein sehr guter Sprung der Britin, 21 Jahre alt. Sie ist ja schon mit einer Bestleistung von 6.449 Punkten hergekommen, damals in Moskau aufgestellt vor einem Jahr bei ihrem ausgezeichneten 5. Rang bei der WM. Da ist sie übrigens 6,56 gesprungen im Luschniki-Stadion. Also das hat sie jetzt schon zum zweiten Mal überboten, denn dieser Sprung geht auf 6,62 Meter. Bringt ihr zwar keine zusätzlichen Punkte, aber zementiert ihre Überlegenheit. Nur 6,7 Meter durch einen verpatzten Absprung bei Daphne Skippers, die im Vorjahr hier den Weitsprung dominiert hat. Der war viel besser. 6,56 Meter im Vorjahr gesprungen, das war eine überragende Bestleistung. Damals nur geschlagen um einen Zentimeter von der aktuell schwangeren Tatjana Tschernova. Und es gibt 6,48 Meter für Daphne Skippers, also die zweitbeste Weite, die sie je gesprungen ist. Da kann sie zufrieden sein und wir denken, dass sie ihren Hochsprung gestern verpatzt hat. Da würde sie wohl noch um den Sieg mitkämpfen, wenn der Hochsprung halbwegs gepasst hätte. Nadine Brussen, 6,21 Meter waren es im zweiten Versuch. Der erste war ungültig und jetzt egalisiert sie diese Weite im dritten Durchgang. Sie eröffnet sozusagen den dritten und letzten Versuch. Zweimal auf die gleiche Weite, 6,21 Meter. Für Brussen ist das ein guter Wert, wenngleich sie selbst da nicht sehr zufrieden ist. Als Zweite des Vorjahrs hat sie natürlich schon noch mehr vor. 6,21 Meter für Nadine Brussen. Liegt aktuell als Sechste in der Gesamtwertung. Etwa 80 Punkte hinter dem Podest. So, Eliska Klutschinova, einen ungültigen, einen verpatzten. Sie braucht unbedingt Punkte und eine Weite im Bereich der 6 Meter. Das gelingt ihr und da ist sie mehr als erleichtert. Investiert natürlich ein wenig, aber trotzdem ein durchaus mutiger Ansatz hier im Anlauf. Und sie rettet sich sozusagen zurück ins Klassement. Da geht es ja noch um einen Top-10-Platz und vor allem um wichtige Punkte. 6,11 Meter. Und das ist durchaus gut für die Tschechin. Dann kann sie zufrieden sein, ja. Noch einmal gut gegangen für Klutschinova. Laura Ikonjece mit einer Serie von 5,86, 5,71 kann auch nicht zufrieden sein, die Lettin. Alle Athletinnen haben Bestleistungen über 6 Meter, sie sogar von 6,31 Meter. Aber sie verpatzt ein ums andere Mal den Absprung. Ganz links sieht man kurz nur den Schuh. Es hat da gut einen halben Meter eingebüßt. Sonst wäre sie wohl ganz vorne dabei. Letztlich verbessert sie sich auf 5,97 Meter. Für sie zu wenig und vor allem für die Sprungleistung zu wenig. Aber wir haben es gesehen. Trifft den Balken kein einziges Mal. 5,97 Meter für Laura Ikonjece. Damit konnte sie sich noch verbessern. Das sind gute 100 Punkte, die da verloren gehen, aber für manche andere wird es noch gefährlicher. Griza Deko hat schon 2 Fehlversuche, die Athletin aus Estland. Und der Sprung ist gut, der Sprung ist schön, aber das ist das Drama, der Sprung ist ungültig. Salto Nullo, 3 Fehlversuche, sie tritt hier ganz deutlich ins Plastilin, der Abdruck gut zu sehen. Und das heißt, keine Punkte, keine Weite für Griza Deko, die zwar hier jetzt nicht im Vorderfeld zu finden war, aber gut 6.200 Punkte noch machen hätte können. Und für alle geht es ja auch in Richtung Europameisterschaft um einen wichtigen Wert. Nafisa Tuciam im letzten Versuch. Der war jetzt ihr misslungen, die junge Belgierin, die auch schon 6,37 Meter einmal geschafft hat, bleibt wohl auf 6,19 Meter hängen, verliert da jetzt etwa 50 Punkte, sogar ein paar mehr auf ihre persönliche Bestleistung, liegt allerdings ohnehin
ganz klar im Plus. Die haben eine ordentliche Speerwerferin. Über die 800 Meter muss sie sich noch steigern, dann kann sie am Podest bleiben. Jetzt haben wir Brienne Tyson-Eaton, zweitbeste immer noch im Weitsprung. Sie duelliert sich im Moment virtuell mit Katharina Johnson-Thompson. Waren ja nur ganz wenig Punkte über Nacht an Vorsprung. Das ist ohnehin schon eine super Serie, prolongiert sie auch im dritten Versuch. An die 6,59 Meter aus dem ersten Versuch kommt sie nicht mehr heran, aber 6,35 Meter im dritten, das ist erneut ausgezeichnet. Und mit dieser Leistung kann sie zufrieden sein, auch wenn sie damit die Gesamtführung verliert, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Im Speerwurf ist sie höher einzuschätzen als die Britin Katharina Johnson-Thompson, die auch vor ihrem letzten Sprung schon der Gesamtwertung führt. Anastasia Mochniuk, 6,51 im zweiten, das war schon sehr gut nach dem Fehlversuch. Ja, und da weiß sie auch, das wird nichts mehr, bedankt sich schon bei der Unterstützung des Publikums. Absprung hier auch verpatzt. Aber sie hat 6,51 in der Wertung und damit tut das nicht allzu weh für die Ukrainerin. Wird ihren neunten Platz wohl verlassen und ein Stück nach vorne im Gesamtklassement rücken. Wir denken, muss diese Dame hat noch nie 6.000 Punkte geschafft. So, das ist jetzt die immer noch führende und wohl auch beste im Weitsprung. Katharina Johnson-Thompson mit ihrem letzten Versuch. Jetzt kann sie voll riskieren. Und er geht fast in Richtung der 7-Meter-Marke, vielleicht so Bereich 6,80 Meter. Aber sie wendet sich ab und Sie sehen jetzt gleich, wenn Sie genau schauen, warum. Der Abdruck im Plastilin entscheidet. Er ist leider ganz genau zu sehen und damit, ja, schade, denn das wäre ein Wahnsinnssatz gewesen für Katharina Johnson-Thompson. Auch so gewinnt sie mit diesen 6,70 Metern aus dem ersten Versuch diese Weitsprungkonkurrenz und übernimmt die Gesamtführung, die 21-jährige WM-Fünfte von Moskau. Tritt vielleicht in die Fußstapfen von Jessica Ennis-Hill, die ja hier dreimal gewonnen hat. Daphne Skippers, starker zweiter Versuch auf 6,48. Mit dem kann man schon zufrieden sein. Und auch der dritte ist gültig, wieder sehr gut erwischt. Skippers folgt dann die Wackeldisziplin Speerwurf, die wohl über den Podestplatz entscheiden wird für die Niederländerin. Derzeit ist sie Vierte gewesen. Mit dem sehr guten Weitsprung kann sie sich wohl auf Platz 3 vorschieben. 6,45 Meter nahe dran, aber 3 cm zu kurz. 6,48 kommen in die Wertung und in die Wertung ist noch nichts gekommen für Claudia Rath. Zwei Fehlversuche. Die Deutsche, die praktisch zum EM-Limit spazieren könnte mit ihren bisherigen Leistungen. Aber der muss sitzen, dieser Sprung. Er ist gut, er ist weit, sie freut sich. Aber sie hat hier voll riskiert, angesichts der Tatsache, dass sie zwei Fehlversuche hat. Und es war knapp, aber es war um 2 Zentimeter zu weit. Drei Fehlversuche und Claudia Rath, da bricht eine kleine Welt zusammen. Statt locker nach Zürich zu spazieren, ist sie praktisch aus dem Rennen. Sie hat keine Chance mehr natürlich. Die Punktezahl, die gefordert